Ja, geht aber trotzdem. Hier lang. Einmal hier hoch. Ich denke immer, da steht was da. Aber ich glaube, das ist nur so was von den Machina, die aus dem Boden rausragen. Aber hier hin. Einmal hier. Ja. Ich hab's ganz falsch genommen. Einmal hier. Farewell. Genau. No time to waste. Let's go. Yes. Ja, da hinten ragt bestimmt nur was raus. Da steht keiner. Er sieht ja sonst echt komisch aus. Hier, diese Pfeil da hinten. Okay. No time to waste. Let's go. Na, ich glaube, ich komme nicht mehr an mir ran. Ich meine, sicher bin ich mir nicht, sonst würde ich nicht hier rumlaufen. Ne? Steht da doch jemand? Ich sag doch, ach, was am Boden raus. Sieht zwar aus wie jemand da. Und steht da tatsächlich jemand. Ups. No time to waste. Let's go. Weiß ich doch. Tatsache. Ich hab gesagt, oh, da sieht aus, wenn da jemand steht. Ah, nee, das ragt nur was aus dem Boden. Da steht tatsächlich jemand. Es tut mir leid. Das wollte ich. Ich wollte niemanden beleidigen, ja? Wenn mein erster Hint stimmte, da steht tatsächlich. Alter, ich hab doch bestimmt irgendwas aus dem Boden. Das ist bestimmt meine Hint. Ja, der Pfeil da hinten. Ups. Eieiei. Hi. Mein Kind hat sich in den Ruinen des Heims verlaufen. Bitte helfen Sie mir, das Kind zu suchen. Ja. Machen wir. Wo ist sie hin? Nein. Ich werde hier drüben suchen. Kann ich bitte? Ach nein. Herzlichen Glückwunsch. Wieso kann ich das nicht sehen? Oder hat Tidus den Dings? Nicht durchschaubar. Verdammt. Ich werde mich hier reinlegen lassen. Warum bin ich nicht einfach weggegangen? Wo ich ihn gesehen habe. Verdammt. Und gut, dass ich da hinten nochmal gespeichert habe.
Ja, das werde ich jetzt nicht hinkriegen. Dafür brauche ich definitiv jemand anderes. Ja. Surprise! Wenn wir eh verlieren und zurückgesetzt werden, bringt das ja eh nicht. Ist ja dann eh. Ne? Ja. Wollte ich gerade sagen. Ist das ja eh nichtig. Yeah. Wir können uns jetzt dazu entscheiden. Ja. Zu laden. Ich gehe, glaube ich, nicht nochmal zur Ruine. Ne? Und ich helfe auch keine Kinder zu finden. So, habe ich mich jetzt mal entschieden. verlorene Kinder sind nicht mein Spezialgebiet anscheinend. 21 habe ich wieder. Ach, tatsächlich, das habe ich gefunden. Okay. Das habe ich in den Ruinen noch gefunden, aber die anderen nicht. Ja, dann. 22 ist in Bevo. Okay. 23 Euro Stunden Erbana. 25 vergessene Höhle und so. Und dann Omega-Ruin. Ja, da müsst ihr. Omega-Ruin muss ich ja sowieso. Mit den richtigen Koordinaten. Die hier leider nicht stehen. Sorry, sorry. Nee, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal zum Schmuckpfiff Pfliff da machen, eskortieren. Speichern nochmal ab. Und gehen nochmal zurück nach Zennekent. Ne, zum. Ja. Hier. Final Shoot. Ja, komm. Weiß ich doch. Ja. Here we go! Es fehlt halt noch ein bisschen was. Ich könnte jetzt alles absuchen. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Ich will mal kurz, ganz kurz, noch mitten in der Aufnahme gucken. Nee, hier sind keine Feinde, ne? Also hier zu trainieren wäre dumm. Wenn nichts kommt, dann kann ich nicht trainieren, ne? Ja, okay, dann. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Hab ein bisschen was gemacht. So. Und eine Möglichkeit gefunden, auch hier meine Spirulinen zu sammeln. Funktioniert nur nicht bei diesem großen Koloss. Aber bei dem anderen Fußvolke klappt das eigentlich ganz gut. Ja. Ja, okay. Da kommen wir da unten hin. Und zwar hier hin. Okay. Hier wollte ich hin, ne? Ah, komm. Ich war schon mal nicht mehr bei Walker. So. Dann wollte ich hier oben hin. Weiter. Hier hin. Okay.
können wir uns ja gleich nochmal angucken. Das Ganze aussieht. Ja, nicht schlecht, ne? Bei Oren. Ja. Kann sich sehen lassen. Tatsächlich nie. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Aber das. Gehen wir hier oben hin. Bewegen uns weiter und so. Hier hin, genau. Ja, ist ja. Ist ja gut. Einmal. Genau. Dann können wir mal hier gucken. Sieht auch schon nicht ganz so schlecht aus, ne? Will ich mal sorgen. Gut. Dann können wir gucken wegen, hier. Ob es für ihn übrig geblieben ist. Da sie juckt. Ja, auf jeden. Eins. Eins erhöht. Lächerlich, ey. Angriffskraft könnte ich gebrauchen, ne? Hat er das eben gezeigt oder brauche ich da zu viele für? Müsste man gucken. Müsste man gucken. Jetzt speichere nochmal und dann höre ich aber auch für heute auf. Zumindest für jetzt. ja, dann bis denne. Okay, neuer Plan. Ich habe nämlich gerade was durchgelesen. Und zwar, das alte Schwert gehört tatsächlich, naja, da kann man die ultimative Waffe von Oren finden. Und weil ich die unbedingt haben will... nein, nicht speichern. Nicht speichern, habe ich gesagt. Meine Güte. The final... Ja. Und zwar werden wir uns jetzt den Nebelspiegel krallen, um dann den Solarisspiegel zu bekommen, um dann, die Waffe zu holen. Okay. Ich muss nach Makalanion. Plüpp. Yeehaw! Here we go! Und zwar südlicher Abschnitt des Makalania-Waldes. Also müssen wir raus. Nebenbei können wir dann auch noch ein paar Spheroiden wiederholen. Ja, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, sollten wir sie tatsächlich auch nutzen. Umso stärker sind wir und umso mehr Chancen habe ich dann tatsächlich auch, wow. Ach nö. Nein. Ach, come on. Ich habe das doch schon gelöst. That's how it's done. Hey. Yes. You guys are toast. Ja. Da keine Zeit für. All right. Ja, nee. Hä? Ich habe das Gefühl, hier sind jetzt viel mehr Schmetterlinge. Aber egal. Vielleicht machen wir später nochmal, wenn das tatsächlich irgendwie doch noch was bringt. Aber ich glaube einfach nur, dass es nur eine Wiederholung ist, weil wir haben es ja das letzte Mal geschafft. Wir haben ja die Truhe geöffnet. Take that. Ja. Piece of cake. Ja.
Ich habe schon ein paar nicht mitgenommen, deswegen. Ja. Okay, da war wohl ein Roter. Deswegen wird das jetzt auch nicht. Und die ich gerade eingesammelt habe, das war so Reflex. Na komm. You like that? Ja, du warst ganz gut. Du warst okay. Ja, sag ich doch. Das ist... Diesmal nicht berühren. Wir kriegen auch so Gegner. Ja! Jo. Sag ich doch. Dann wollen wir doch mal gucken. Ach komm. Okay. Und den letzten. Und zwar sollen da eine Mutter und ihr Kind stehen. Und die vermissen den Vater. Und den sollen wir suchen. Falsche Richtung. Ja, wenn man auch nie was sieht, wo man hinläuft, weil dauernd alle 2 Zentimeter irgendwelche Muschendinger kommen. Ist ja auch kein Wunder, wenn man da falsch läuft. Nee, eigentlich müsste es hier weitergehen. Ach, doch. Ja. Ach komm, ich verlier's doch sowieso. Sag doch. Nee, so nach und nach können wir das dann ja machen. Nicht auf Zwang, das ist mir so aufgefallen, dass wir da doch schon ein bisschen was gemacht haben. Und mit dem Siegel können wir dann bestimmt auch die Tür öffnen, die wir ja nicht öffnen konnten. Wie gesagt, das ist alles so lange her und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich damals alle überhaupt gemacht hatte. Es kann auch sein, dass ich ein paar nicht hatte. Sonst hätte ich ja auch das Siegel in seiner Kenntnis nicht wieder vergessen, ne? Oh, ich hoffe, das ist nicht, ja. Allzu wichtig. Schon wichtig, aber, ne? Die Riku-Siegel. Lass die Riku-Siegel, bitte lass das. Oh ne, brauche ich ja. Fuck. Lankimari oder keine Ahnung. Oh. Sollte jetzt eigentlich nicht so laufen. Okay. Okay. Sollte ja dann auch bald hier auftauchen, ne? Ja. Und ich frag mich halt immer noch, warum, sich das noch nicht rumgesprochen hat, dass wir eigentlich ja keine Ketzer mehr sind. Ne? Ich meine, in Bewelda war es halt relativ schnell geklärt. Schon etwas merkwürdig. Ja, mein Tee.
Vorsicht. Ist ein bisschen breiter als meine normalen Trinkflaschen. Komm, ich glatt gegen das Mikro beim Trinken. Aber Tee soll man ja noch trinken, wenn es heiß, wenn er heiß ist, ne? Okay. Wenn da jemand steht, gehe ich erstmal hier hin. Sehr, sehr, sehr komisch zu laufen. Sind es etwa Abkürzungen? Durch den Wald hätte ich hier... Oh. Okay. Sorry, das hatte ich echt nicht mehr drauf. Wirklich nicht. Also, die Wege, die hatte ich wirklich nicht mehr drin. Der Weg ist nun passierbar. Man erreicht Tempel Makelania einfacher. Okay. Ja, aber ich wollte ja nicht zum Tempel. Also... Ja, aber jetzt habe ich euch das ja mal gezeigt, ne? Aber mal zum Tempel müssen. Ja. Ah ja, hier. Da. Könntet ihr mal? Seit Stunden warten wir auf meinen Mann. Aber er taucht einfach nicht auf. Wir wollten uns hier mit Fatih treffen, aber kommt nicht. So. Und zwar... Genau. Der Befangene befindet sich im Nachtabschnitt Nachtlager. Dort, wo man aus der Flucht aus Bevel auftaucht. Okay, also Bevel, ne? Ja. Komm mal zum Schiffflug zurück. The final quatschen. Ja, ja. Ich hoffe, wir kommen da noch hin. Ah, hier. Yeah, here we go! So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wer steht denn da vorne? Ich sollte vielleicht mal speichern, wenn ich, bevor ich dahin gehe. Nicht, dass es wieder irgendwer ist, der mit mir kämpfen will und eine schwarze Eon einsetzt. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Müsste ich alles wieder von vorne machen, habe ich keine Lust drauf. Yeah. Hold there. This bridge is closed. Bevel is off limits by the temple's decree. No one may enter. Huh? Everyone's in mourning since Maester Micah died. And it's been mourning for days now. Passe. At least that's what they say. The temple's falling apart with all four maesters gone. They're afraid of riots, so they're turning everyone away. With our brother in the middle. What's up with Isaru? What? They came crying to him to stay in Bevel, to protect the temple and all that. Okay. And you know our brother. It's not in him to refuse. Oh, I guess our pilgrimage is done then, huh? Of course not. Jeez. Long story short, you'll only find trouble in Bevel. I'd stay out for your own safety. Zumindest ist das schon mal, kein allzu schlechter Empfang. Ich hoffe, ich muss da nur nicht hin. Weil, wo ist denn das Nachtlager? Könnt ihr mir nicht sagen, wo das Nachtlager ist? Oh Gott, Bevel sieht so schön aus. Und das soll nicht verboten sein. Oh ja. Ich glaube, ich müsste da rein. Könnt ihr nicht eine Ausnahme machen? So... Keine Ahnung, eine kleine Ausnahme. Und müssen wir uns von hinten rumschleichen. Warte, ich speichere mal kurz. Nicht, dass, dass das Gespräch gleich hier nochmal von vorne losgeht. Die Leute knallen schon wieder die Türen. Trampeln rum. Das ist echt nervig.
Können wir nicht doch durch? Oh. Wir können durch. Es war nur nicht zu empfehlen. Oder wir können doch nicht durch. Wir können nur hier rumlaufen. Geil! Hey, komm, lass uns durch. That whole bit about Yuna being a traitor is just some Albed rumor I hear. I just can't believe it. I mean, the Albed helped us out. Können uns nicht reinlassen? Isaru sends his regards to Lady Yuna. Aww. And he says he's sorry too. Aww. Wir wollen da rein. Verdammt, ich brauch doch den Typen. Okay, dann könnte ich höchstens so hinten rum. Moment. Einmal zum Schiffflug. Zum Schluffflick. The final showdown with. Ja. Schlufffliff. Genau, jetzt hab ich's raus. Hier von der stillen Ebene. Hey. Die geweihte Brücke ist da. Genau, wo wir sind. Stille Ebene ist da. Ja. Ja. Hm. Wir müssen es probieren. Here we go! Wir müssen es einfach mal probieren. Krieg ich denn wenigstens. Uff. Wer seid ihr? Hallo? Ja, ist es auch. Okay. Sorry, dass ich nicht vorgelesen habe. Meine ganze Familie ist aus Bewerbe geflüchtet. Zurzeit ist Bewerbe als andere als sicher. Die Sicherheit im Bewerbe ist nicht mehr garantiert. Nicht wenige Anwohner flüchten aus der Stadt. Oh, solange Papa und Mama bei mir sind, ist mir alles egal, wo wir hingehen. Ah ja. Da hinten war die, ne? Da können wir auch die stille Ebene, ich noch gar nicht. Durchqueren. Ja, das ist nochmal. Genau. Ja, das brauchen wir nämlich tatsächlich doch. Hab ich erfahren. Ein paar dezente Schokobus stehen zur Verfügung. Möchtest du ein? Ja! Ich möchte ein. Danke schön. Wird auch langsamer Zeit, dass da vorne auch jemand steht, der einem ein Schokobus zur Verfügung stellt. Meine Güte. So ein Schokobus ist nämlich eine viel, viel leichtere Fortbewegungsart. Ja, weiter kommen wir nicht. Aber das ist ja auch nicht ganz so schlimm. Let's do it! Ja, wir haben ja schon ganz schön trainiert, ne? Woohoo! Ja. Könnten wir auch mal gucken. Mal wieder. Ach. So. Nee, noch nicht. Ja. Zumindest schon mal etwas. Ne? Also Treffer. Ne, dass er nicht daneben zielt, schon mal gar nicht schlecht. Dort, wo man nach der Flucht aus Bevel aufwacht. Das könnte tatsächlich hier sein. Ich wollte mich hier mit meiner Familie treffen, aber von ihr fehlt jede Spur. Sie wartet dort drüben auf. Oh, tatsächlich, danke, Junge. Oh, wir hätten einfach nur durchlaufen müssen. Alter. Oh, warte.
nehmen wir nochmal mit. Jack-Spheroid. Natürlich schauen wir uns den an. Who are you? You are the one they call Jekt. The man from Xanarkand, are you not? What of it? Watch your tongue, knave. Ah, my apologies. I am Braska, a summoner. I've come to take you from this place. Sounds sweet. What's the catch? Yeah. That easy to see, was it? I soon leave on a pilgrimage to Xanarkand. Seriously? Yeah. Nur nicht dein Xanarkand. I would like you to join us. It will be a dangerous trip. Yet, if we do reach Xanarkand, my prayers will be answered, and you will be able to go home. We think. What say you? So leicht ist es dann noch nicht gekommen. Great, let's go. So quick. Anything to get out of here. Then it's settled. But I must protest. This drunkard, a guardian? Hey! You want to step in here and say that? What does it matter? No one truly believes that I, a fallen summoner, wed to an Albed, could possibly defeat Sin. This is what they say. No one expects us to succeed. Braska, sir. Ja, und jetzt doch geschafft. Let's show them they're wrong. A fallen summoner, a man from Xanarkand, and a warrior monk doomed to obscurity for refusing the hand of the priest's daughter. What delightful irony it would be if we defeated Sin. Stop gabbing and get me out of here. Oh, wie süß. Free at last. Now, Jekt. I am in your hands until we reach Xanarkand. Right, right. So, what's a summoner anyway? Ja, stimmt, er weiß ja genauso wenig. Oh. Ah ja, hier. Dank Ihnen haben wir uns endlich treffen können. Vielen Dank. Na komm. Dank euch habe ich endlich meine Freude gefunden. Aber mein Sohn ist in dem Wald, um nach meinem Mann zu suchen. Genau, der Sohn ist nämlich auch verschwunden. Bevor man ihn suchen geht, solltet ihr nochmal mit Vater und Mutter reden, bis sie nichts Neues mehr zu sagen haben. Okay. Allerdings ist mein Sohn einfach in den Wald gegangen. Er ist wohl in den Suchen gegangen, musste schnell ins Fenster. Ja. Okay. Das sollten wir machen. Vom Abschnitt, in dem man jetzt befindet, kann man auf einen Kristallpfad gelangen, bei dessen mittlerem Teil der Junge zu finden ist. Genau. Einmal hier hoch. Wo wir vorhin schon lang sind. Dann sollte er... da sein. Irgendetwas Wundersames liegt in der Luft. Das ist bestimmt was... Bestimmt ist irgendwas versteckt, was es wohl sein mag. Diesen Ort sollte man sich merken. Echt, du hast mein Vati gefunden? Wow, danke. Jo. Jetzt haben wir es ja doch noch geschafft. Nett gesagt, diesen Ort sollte man sich merken. Ey.
Nördlich des Kindes befindet sich ein großer Kristall, bei dem der Nebel... Oh, ich habe den Nebelspiegel ja noch gar nicht. Warum kriege ich den nicht? Ich dachte, ich krieg den. Also hier können wir unseren Nebelspiegel, wenn wir den denn haben... Ach ja, sorry. Aus dem Schokobo-Rennen vom Renium-Tempel. Komplett vergessen, aber wenn wir das hier... können wir dann unseren umwandeln. Jetzt müssen wir doch nochmal was machen. Waren wir denn schon beim Remium-Tempel? Ich glaube nicht, ne? Ich kann mich nicht erinnern. Das könnte ja was werden.